Hallo von Herzen, meine lieben Wassermanngeborenen. Ich begrüße hier die Wassermanngeborenen im Sonnzeichen Wassermann, aber auch die Mond, Mars, Venus und Aszendentenzeichen im Wassermann haben. Da könnte diese Legung ja auch interessant für euch sein. Es sind allgemeine Energien, bedenkt das bitte. Das heißt, Sie müssen ja aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Es geht um die neue Monatsenergie für den September 2022. Mal schauen, was uns das Kartenbild hier mitteilen möchte. Ich gehe auf jede Lebens- oder jeden Lebensbereich ein und ihr schaut einfach, inwiefern geht ihr hier in Resonanz. Ne? Ich gehe immer von der weiblichen Hauptperson aus. Das heißt, du münzt dir das bitte für dich um, wie du es auch brauchst. Ne? Ich habe hier dann nochmal zusätzliche Karten springen lassen. Die würde ich euch dann gerne am Ende der Legung noch zeigen. So, ihr Lieben, ich fange auch gleich an. Du liegst mir hier als Wassermann geborene oder Geborene im Haus der Sterne. Das steht an sich schon auch für eine gewisse Klarheit. Du versuchst hier oder kommst mit einer klaren Energie in den Monat September oder du wünschst dir wieder eine gewisse Klarheit, weil wir schauen mal jetzt, was hier in deinem Persönlichkeitshaus liegt. Da liegt nämlich die Blockade mit der Klarheit mit den Sternen daneben. Ne? Das bedeutet, es kann wirklich sein, dass du zwar schon für dich irgendwo weißt, was du möchtest, allerdings fühlst du dich hier noch blockiert mit der Umsetzung aus dem einfachen Grund. Wir haben an der Blockade hier den Reiter, die Karte der Aktivität und des Vorwärtsgehen. Und im Haus der Blockade liegt die männliche Hauptperson. Ne? Das kann jetzt natürlich sein, dass es hier zum einen so eine kleine Blockade oder noch nicht so eine Klarheit gibt mit deinem Gegenüber in Liebesangelegenheiten. Oder es geht tatsächlich hier einfach um dieses Vorwärtskommen. Du hast so ein bisschen das Gefühl, du weißt gerade nicht, wie du hier gewisse Dinge anstreben kannst, um eben vorwärts zu gehen. Ne? Auf die Liebe würde ich dann später auch noch mal eingehen, weil hier ist mit deinem Gegenüber auch auf jeden Fall etwas gerade noch nicht so klar. So, wir schauen jetzt mal weiter. Du hast hier über dir ja gewisse Belastungen liegen. Ne? Es kann sein, dass du dich gerade eventuell auch gesundheitlich nicht ganz so gut fühlst, weil du hier auch vor dir den Gesundheitsbaum mit dem Fuchs liegen hast. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du dich hier so belastet fühlst. Ne? Auf dich selber spiegeln sich die Lilien. Die Lilien stehen natürlich auch für ein gewisses Gleichgewicht, für Harmonie, für Sexualität, aber natürlich auch für das Thema Familie. Und vor allem, das ist immer sehr, sehr wichtig für mich auch in Verbindung mit den Lilien, wirklich für dieses ausgewogene Prinzip. Und da möchtest du ja einfach ganz klar Veränderungen erreichen, weil die Lilien liegen hier im Haus der Störche und die Störche liegen im Haus der Lilien. Also eine doppelte Bestätigung. Es kann sich also hier zum einen im September wirklich um Veränderungen im familiären Bereich handeln, aber auch, wenn es darum geht, hier ein ausgewogenes Prinzip in einer Angelegenheit oder in verschiedenen Lebensbereichen, wir schauen dann nachher nochmal genauer, einfach auch zu erzielen. Ne? Also du hast wirklich das Gefühl, dass hier etwas gerade nicht ganz so im Gleichgewicht ist und dann möchtest du hier auf jeden Fall Veränderungen haben. Ich erwähnte ja schon, dass du hier im Haus der Klarheit liegst. Also du hast schon für dich irgendwo klare Vorstellungen, wie bestimmte Dinge laufen sollen. Aber die Umsetzung, ne, auch hier mit Baum und Fuchs, das ist gerade noch ein bisschen schwierig. Und dann hast du hier vor dir das Buch liegen und das Buch liegt im Haus der Mäuse. Ist auch eine interessante Konstellation. Das ist immer da, steht immer dafür, dass sich in einer Angelegenheit oder in deinem Leben ein Geheimnis offenbart, ne? Und das Geheimnis kann hier jetzt auch mit dem Thema Gesundheit zusammenhängen, aber auch hier mit Veränderungen. Es liegt ja auch hier der freundschaftliche Bereich mit dran. Und ich bekomme aber auch die Arbeitskarte mit ans Buch, aber auch die Liebe, ne? Also ich habe das Gefühl, dass bei den Wassermanngeborenen sich im September irgendetwas offenbaren wird, ein Geheimnis lüften wird. Entweder kommt ihr wirklich hinter irgendetwas, ne? Das kann jetzt euch selber betreffen oder halt das Umfeld, aber hier wird irgendetwas offenbart. Weil, was mir auffällt, ich habe neben dem Buch ja auch noch den Sarg liegen und im Sarg wiederum liegt die Sense. Und das ist auch immer der Hinweis, doppelt bestätigt,
Hier löst sich ein Stillstand, eine Stagnation. Warum? Weil sich hier etwas lüftet. Auch an dem Buch liegen hier die Wolken mit der hellen Seite. Das heißt, es kommt, ja, ihr kommt hinter irgendwas und ihr liegt ja selber auch in den Sternen. Das bedeutet, ihr spürt wahrscheinlich schon, dass sich da etwas lüftet, dass da etwas in die Bewegung kommt, dass da eine Klarheit in einer Situation reinkommt. Und diese Situation führt dann hier letztendlich dazu, dass man wirklich hier Veränderungen anstrebt, ne? Die hier dann sehr wichtig auch für euch werden. Wenn ich jetzt mal schaue, was liegt denn im Baum? Im Baum liegt das Herz. Und das Herz steht natürlich für die Liebe, für das Gefühl, für die Emotionen, alles sowas, was dieses Thema Gefühl in euer Leben bringt oder in eurem Leben Platz hat, ne? Und hier liegt aber auch die Arbeitskarte drunter. Also ich habe wirklich das Gefühl, bei den Wassermann Geborenen passiert ganz viel in jedem Bereich, weil wir haben hier zum einen wirklich den Liebesbereich, wo man hier versucht, auch in eine Klarheit mit einem Gegenüber zu kommen, ne? Wo auch hier bisher so blockierte Emotionen waren oder man konnte diese Gefühle nicht so wirklich zeigen, nicht so wirklich preisgeben. Komme ich aber, wie gesagt, in der Liebe später nochmal dazu. Und dann habe ich ja aber auch den Anker. Der Anker steht für die Arbeit, ne? Aber auch für das Thema Festhalten, Stabilität und Sicherheit, Geborgenheit. Etwas, das wirklich sehr langfristig im Leben sein darf und sein soll. Und der Anker selber liegt hier im Haus des Neubeginns, ne? Da können wir jetzt auch gleich mal im Bereich Arbeit gehen. Und da ist es so, da hast du hier auch vor deiner Nase wirklich nochmal die Unsicherheiten bezüglich den Neubeginn. Der Neubeginn selber liegt auch hier in den Umwegen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass gleich im September hier absolute Verträge abgeschlossen werden, weil auch die Dokumente, die Verträge liegen mir hier auch in den Verzögerungen im Haus der Mäuse. Es ist aber schon möglich, dass man hier sich über Neuerungen bezüglich der Arbeit Gedanken macht. Ich sag mal, wir haben ja jetzt im September wird ja auch wieder der Merkur rückläufig und da ist es eh immer nicht ganz so günstig, wirklich komplett Neues zu beginnen. Wir haben auch allgemein sehr viele Planeten in der Rückläufigkeit. Seit 24. oder 25.8. ist ja auch der Uranus, also euer Herrscher von dem Wassermann Geborenen, ja auch in der Rückläufigkeit. Und wie gesagt, wenn der Merkur rückläufig ist und wir befinden uns jetzt schon langsam in dieser Schattenperiode, versucht wirklich nicht unbedingt zwangsläufig, wenn es nicht sein muss, irgendwelche neuen Verträge im September abzuschließen, weil man da meistens zieht man dann Rattenschwanz hinterher, der echt nicht immer so easy peasy sein kann. Also versucht, und ich meine, Dokumente, Verträge, es liegt ja auch hier in den Verzögerungen, nutzt die Zeit eher, euch wirklich Gedanken zu machen, was ihr möchtet, wo es für euch hingehen soll und dann aktiv zu werden. Interessanterweise liegt ja auch der Reiter, die Karte der Aktivität hier im Haus des Ankers, also alles, was auch das Thema Arbeit hier angeht. Und da liegt aber wirklich momentan hier auch noch die Veränderung blockiert. Und ich habe hier dann zwar Angebote und Möglichkeiten, die sich ja ganz klar zeigen, auch auf der finanziellen Ebene verändert sich dann auch positiv etwas. Aber die Umsetzung, ihr Süßen, die habe ich jetzt hier noch nicht zwangsläufig im September liegen. Ne? Die Aktivität, die Umsetzung liegt mir hier wirklich in der kälteren Zeit 2 bis 3, innerhalb 2 bis 4 Wochen, Monate, innerhalb der Zeit. Ne? Aber ihr habt natürlich ja auch eine gewisse Ungeduld. Ne? Die Sense, steht natürlich auch für die Ungeduld. Ihr wollt jetzt endlich etwas ernten, was ihr vielleicht schon viele, viele Monate oder Jahre auch gesät habt. Und ihr tretet halt hier so den Stillstand mit Füßen. Ne? Ihr habt halt wirklich auf Deutsch gesagt so ein bisschen die Schnauze voll. Ihr wollt jetzt wirklich nach vorne brechen. Aber ihr werdet hier einfach auch momentan noch ein bisschen ausgebremst. Aber wie gesagt, ich sage immer, es passiert ja im Leben auch nichts ohne Grund. Ne? In erster Linie fällt mir hier wirklich auf, dass man sich ganz klar mit dem Thema Gleichgewicht und Geben und Nehmen hier auseinandersetzt. Und ja, wie gesagt, das Thema Arbeit. Da kommen Veränderungen rein. Ihr prüft genau, macht mir das eigentlich noch Spaß, wo ich mich befinde. Da liegt so ein bisschen an dem Herzen auch die Mäuschen. Das bedeutet, oh, naja, ihr fühlt euch da jetzt nicht so ganz mehr in dieser Herzensenergie. Und ihr habt auch hier wirklich das Gefühl, da tut sich hier auch bald was. Ne? Wie gesagt, der Neubeginn geht rüber auf die Arbeitskarte, aber eben mit diesen Zeitverzögerungen.
Wenn ich jetzt mal schaue, es kann sich ja auch noch mal so um Homeoffice-Angelegenheiten handeln. Also da könnte es im September auch noch mal Diskussionen oder Gespräche geben, Bereich Homeoffice. Entweder geht man wieder mehr ins Homeoffice oder man geht aus dem Homeoffice immer mehr raus. Auf jeden Fall gibt es da Veränderungen, auch positiver Natur. Aber wie gesagt, ihr Süßen, es liegt einfach die Verzögerung noch drauf, ne? Wenn wir jetzt mal auf die Wassermanngeborenen schauen, die sich in einer beruflichen Selbstständigkeit befinden, auch da ist es so, man hat so das Gefühl, man dreht sich so ein bisschen im Kreis, ne? Also die Selbstständigkeit selber liegt hier im Haus des Rings, der Ring liegt hier im Kreuz. Das ist für mich auch so ein bisschen der Hinweis, dass sich der ein oder andere unter euch mit oder wegen der beruflichen Selbstständigkeit auch so ein bisschen belastet fühlt, dass man hier wirklich das Gefühl hat, man dreht sich im Kreis, man macht und tut und macht und tut. Und man ist ja aber trotz allem wirklich auch unsicher, inwiefern hat das denn auch Wirkung? Wo liegt denn das Wachstum, ne? Weil ihr habt, wie gesagt, im Kopf hier die Sense, der Turm spiegelt sich auf die Sense drauf. In der Sense haben wir hier die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit den Bären, im Bär auch hier der Baum und im Baum wieder das Herz. Immer jetzt weitergehen. Auch da ist es möglich, dass der ein oder andere unter euch sich wirklich die Frage stellt, ist denn diese berufliche Selbstständigkeit noch das, was mich erfüllt, was ich eigentlich auch möchte? Und da kann es sein, dass es da auch zu einer Erkenntnis kommt. Das ist aber auch die Möglichkeit, wer jetzt auch mit Geschäftspartnern oder Kunden hier zu tun hat, dass ja auch noch mal eine andere männliche Person wichtig werden könnte. Wenn es um das Thema berufliche Selbstständigkeit geht, ne? So. Aber ihr prüft halt, ne? Ihr kommt ja auch, ja, wirklich, ja, das ist so ein Auf und Ab, ne? Weil neben der Selbstständigkeit liegt ja auch das Schiff. Da ist wirklich so ein Auf und Ab. Und auch hier stellt ihr euch die Frage, das ausgewogene Prinzip, ne? Also das, was ich da reinstecke in meine Selbstständigkeit, was kriege ich davon zurück? Also auch Thema Nutzen, Gewinn oder wie man das auch immer ausdrücken möchte. Also da kommt hier auf jeden Fall noch mal eine Veränderung bei euch rein, beziehungsweise macht ihr hier auch Kassensturz. Ne? Es kann auch sein, dass ihr euch wirklich hier noch mal mit den Finanzen, mit den Büchern, mit den Aufträgen etc. hier beschäftigt, weil ja auch das Geld sich hier unter euch spiegelt und ihr da wirklich überlegt, was nehme ich ein, was gebe ich aus. Ne? Also da wird hier auch wirklich mal geprüft, interessanterweise. Und da werdet ihr aber dann auch zu neuen Erkenntnissen kommen. Im Haus des Geldes liegt hier der Blumenstrauß. Das Geld selber liegt im Haus des Blumenstrauß. Das ist erstmal wirklich eine sehr schöne Konstellation. Hier kann noch mal wirklich Geld auf euch zukommen. Eventuell auch Geld, worauf ihr schon ein bisschen wartet, wenn ich hier über die Häuserstellung gehe. Aber das Geld an sich bei dem Wassermanngeborenen liegt hier wirklich gut. Was mir auffällt, ist auch eine Deutungsmöglichkeit, wird nicht für jeden zutreffen, aber für einige vielleicht. Wenn es sich hier nochmal um familiäre Angelegenheiten oder Erbgeschichten handelt, wo bis jetzt auch so ein gewisser Stillstand war, dann ist es jetzt möglich, dass auch hier Geld ins Fließen kommt, dass hier Geld aus erblichen oder familiären Geschichten hier wieder auf euch zukommt oder jetzt endlich auf euch zukommt, wenn man schon länger gewartet hat, ne? Und auch hier wird nochmal irgendwie ein Geheimnis gelüftet. Das kann auch sich hier nochmal um ein Familiengeheimnis drehen, wenn es um das Thema Finanzen geht. Also da, ne? So. Dann habe ich hier auch die Möglichkeit, oder was auch ein Thema sein könnte, man macht sich hier Gedanken um den gesundheitlichen Bereich, aber da lösen sich auch diese Ängste und Blockaden auf, ihr Süßen, ne? Also die Gesundheit selber liegt hier im Haus des Baumes. Es ist auch immer eine gewisse Stabilität, eine gewisse Stärke, eine gewisse Bärenkraft, ne? Und der Bär selber liegt ja hier wirklich gut. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass man hier gute Genesungs- und Heilungschancen hat, wenn es einem nicht gut ging. Wo man ein bisschen aufpassen darf, ist so Thema Herz- und Blutdruck. Da liegt so ein bisschen die Gefahr des zu niedrigen Blutdrucks. Da kann es auch sein, dass man hier noch mal ein Medikament umstellt, ne? Aber ansonsten ist das Thema Gesundheit hier an sich schon positiv. Und wie gesagt, die Ängste hier, ne, die Unsicherheiten, was das Thema Gesundheit angeht. Ja, na, da gibt es viele Gespräche darüber, ne? Aber hier habe ich das Gefühl, dass man sich gesundheitlich doch auch wieder erholen kann. Ne?
So, jetzt schauen wir mal auf den Bereich der Liebe. Jetzt schauen wir erstmal auf all diejenigen unter euch, die sich bereits in einer festen Verbindung befinden. Der Ring selber, hatte ich ja vorhin schon gesagt, der Ring ist ja auch immer dieses Thema Partnerschaft. Der liegt hier aktuell so im Haus des Kreuzes. Das kann natürlich nur mehrere Bedeutungen haben, ne? Das Kreuz selber steht ja für gewisse Belastungen und man hat schon auch mit gewissen Dingen etwas schwerer zu tragen. Das Kreuz steht ja aber auch für schicksalhafte Verbindungen, ne? Das heißt, man kann sich ja wirklich in einer Verbindung befinden, wo man auch nicht weg möchte, weil man sich doch sehr stark gebunden und verbunden fühlt. Im Haus des Ringes selber liegt mir der Turm. Der Turm steht für gewisse Grenzen, für eine gewisse Distanz. Es kann also sein, dass sich bei einigen unter den Wassermanngeborenen die aktuelle Beziehung ein bisschen distanzierter gestaltet. Oder, weil auf den Turm geht auch hier wieder die Sense, dass man jetzt wieder anfängt, doch wieder mehr zueinander zu finden, wenn man in der Vergangenheit eventuell eine gewisse Distanz in der Partnerschaft hatte. Ne? Ich habe aber schon das Gefühl, dass sich in dieser Verbindung ja etwas verändert, auch was das Emotionale angeht. Das kann aber ja auch jetzt für ein Wachstum stehen. Also man findet näher, man findet enger zusammen. Und gerade für all diejenigen, bei denen euer Gegenüber hier blockiert war, weil ich habe so das Gefühl, dass das, was ich zu Beginn schon angesprochen hatte, wo ich dann sagte, gehe später nochmal drauf ein. Euer Gegenüber ist hier blockiert und hat hier einige Unsicherheiten, auch was das Thema Festhalten angeht. Euer Gegenüber sucht hier auch die Klarheit in deine Richtung und da kommt euer Gegenüber aber momentan nicht so weiter, weil man hier das Gefühl hat, emotional vor eine Wand zu treten. Also könnte es vielleicht auch noch mal so ein bisschen der Hinweis sein, auch an euch. Inwiefern seid ihr, die jetzt diese Legung schauen, wirklich auch aktuell in der emotionalen Ebene? Wie fällt es euch leicht oder schwer, Gefühle zu zeigen, sich zu öffnen etc.? Weil euer Gegenüber liegt hier einfach blockiert, ne? Und macht sich ja auch wirklich Gedanken, ne? Also diese Partnerschaft geht ja auf euer Gegenüber mit drauf. An sich ist euer Gegenüber hier wirklich eine sehr, sehr positiv eingestellte Person und auch sehr, sehr treu. Aber es gibt hier einfach momentan auch Situationen bei dem Gegenüber, könnte auch die Arbeit, aber auch die Liebe betreffen, wo dein Gegenüber hier gerade so ein bisschen Ängste hat, Belastungen hat, Unsicherheiten hat. Ne? Also da glaube ich, wäre es mal gut, wenn man hier wieder versucht, mehr Zeit auch miteinander zu verbringen, um hier einfach gewisse Distanzen, die einfach hier bestanden haben oder vielleicht auch aktuell noch bestehen, hier auch wieder in die Auflösung zu bringen. Ne? Weil ich habe schon das Gefühl, dass es hier Gespräche über dieses Thema Distanz oder tatsächlich in einigen Verbindungen eventuell auch schon Gespräche über das Thema Trennung gegeben hat. Das hat zwar nie lange angehalten, ne, diese Rückzugsenergie, weil hier liegt der Schlüssel dran, im Schlüssel liegt aber das Kleeblatt. Aber ich glaube, für einige Beziehungen war das hier wirklich auch eine herausfordernde Zeit, wo manche Partnerschaft eventuell ein bisschen auf der Kippe hing. Aber man hat das hier dann letztendlich auch immer wieder gut hinbekommen. Die absolute Stabilität, die zieht sich hier aber auch noch ein bisschen hin. Ich glaube also wirklich, dass es hier hilfreich wäre, wenn du dich hier zugehörig fühlst, wirklich zu versuchen, mehr ins Gefühl zu gehen, auch die Gefühle zu zeigen und hier vor allem auch wieder mehr Zeit in dieser Verbindung mit deinem Gegenüber zu verbringen. Ne? So. Jetzt schauen wir mal auf all diejenigen, die sich hier einen Herzensmenschen haben, sich aber noch nicht mit ihm in einer Verbindung befinden. Und da ist es nämlich ähnlich. Euer Gegenüber liegt hier momentan total blockiert, hat die Klarheit überhaupt nicht bei sich, hat ja auch wirklich einige Bereiche, wo es überhaupt nicht hinhaut. Und zwischen euch liegen hier einfach wirklich so einige Unklarheiten. Es kann aber sein, dass hier bezüglich eurer Verbindung, eurer Konstellation hier nochmal ein Geheimnis gelüftet wird. Und dieses Geheimnis wird dir sehr, sehr ausschlaggebend und wichtig sein, wenn es hier um Entscheidungen geht, die zu Veränderungen in der Verbindung oder in der Beziehung zwischen euch führen. Sollte euer Gegenüber hier noch gebunden sein, ne, dann liegen dort auch Veränderungen im familiären Bereich. Die Verbindung liegt hier momentan auch ein bisschen schwierig, sehr energieziehend.
Ne? Aber die Verbindung selber, ihr Süßen, die habe ich hier noch nicht in der Trennung. Ne? Es wird zwar so sein, dass euer Gegenüber sich ja auch mit diesem Thema Trennung beschäftigt. Es kann auch sein, dass es hier auch schon Gespräche über das Thema Trennung gab. Aber diese Entscheidung, die liegen hier einfach noch mit den Wolken. Ne? Und in den Wolken liegen zwar die Mäuse, es wird ja ein Geheimnis gelüftet. Aber die Trennung selber habe ich das Gefühl, dass ich das auch hier wirklich noch bis zur kälteren Zeit ziehen kann. Ne? Also da, ne, bei einigen könnte es, ja, bitte nagelt mich nicht drauf fest, aber bei einigen könnte es tatsächlich hier noch in der Sommerzeit zu diesen Entscheidungen Trennung kommen. Nur da wäre ich vorsichtig an eurer Stelle, inwiefern diese Trennung auch dann definitiv bestehen bleibt. Also sollte das jetzt relativ zügig gehen, bisschen Vorsicht, weil wir haben sehr viele rückläufige Planeten, dann können nämlich oftmals auch Entscheidungen wieder revidiert werden. Also versucht da nicht gleich in absoluter Euphorie zu verfallen, weil wirklich vom Gefühl her habe ich diese absolute Trennung, Auflösung wirklich erst in der kälteren Zeit liegen. Ne? Trotz allem liegen hier Treffen angezeigt. Es können zwar auch hier so ein, zwei Treffen dann in den Verlust gehen, aber Treffen an sich liegen angezeigt. Auch die Kommunikation liegt hier angezeigt. Da lösen sich auch die Stillstände auf. Also für all diejenigen, die da nicht oder jetzt eine Zeit lang keinen Kontakt hatten, da löst sich auch der Stillstand auf der Kommunikation. Aber wie gesagt, diese klare Entscheidung, jetzt in eine feste Verbindung zu gehen, ob jetzt dein Gegenüber noch gebunden ist oder nicht. Das fällt mir hier noch wirklich auf, die Geduld der Neubeginn. Also das glaube ich jetzt nicht, dass das sofort im September stattfindet. Ne? So, ihr Süßen. Es kommt auf jeden Fall, was ich hier habe, ein schönes Angebot zu. Also ich glaube gerade so im finanziellen Bereich, wenn ich über die Häuserstellung gehe, im finanziellen Bereich wird sich hier irgendwie etwas ganz klar für die Wassermanngeborenen ändern. So, ihr Süßen. Ich gucke gleich nochmal. Ich würde jetzt erstmal gerne auch noch die Zusatzbotschaften hier euch mal mitteilen. Was gilt es denn hier für die Wassermanngeborenen im September für eine Lektion zu lernen? Und da haben wir die Empathie. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, ihr Süßen. Ich bin offen dafür, immer beide Seiten einer Situation zu sehen. Ja, jetzt ist gerade draußen Motorrad vorbeigefahren. Ich hoffe, ich lese noch mal vor. Empathie. Ich bin offen dafür, immer beide Seiten einer Situation zu sehen. Und das ist interessant. Ich hatte ja vorhin gesagt, versucht wieder mehr ins Gefühl zu gehen, auch mal so die Seiten des Gegenübers zu verstehen. Und dann ging es auch hier um das Thema ganz viel Harmonie und Gleichgewicht. Ne? Und diese Karte Empathie bestätigt das hier gut. Jetzt schauen wir mal, welche Krafttiere die Wassermanngeborenen denn im September begleiten. Da haben wir hier das Kamel. Durchhaltevermögen. Du wirst getragen und sicher geführt. Der Sieg ist dir gewiss. Und das ist interessant, weil du liegst ja hier im Haus der Sterne. Ne? Das hatte ich ja vorhin auch gesagt. Sterne steht für Erfolg und Wunscherfüllung. Hier liegt zwar momentan noch so eine kleine Blockade drauf, aber die Blockaden lösen sich auch auf. Und irgendwie hatte ich ja auch vorhin gesagt, hier liegt irgendwie, es wird ein Geheimnis gelüftet. Also versucht ja auch wirklich durchzuhalten, auch wenn hier noch diese kleinen Blockaden liegen, ihr Süßen. Und dann haben wir hier noch den Geier oder Kondor, magisches Wissen. Die Vergangenheit wird jetzt bereinigt. Du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Na, das sind doch wunderbare Botschaften, ihr Süßen. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich muss mal schauen, welchen Titel ich dem Video geben werde, aber ich habe hier schon das Gefühl, dass sich einiges tut bei den Wassermanngeborenen, zumindest wenn noch nicht im Außen, dann im Inneren. Also versucht hier noch wirklich ein bisschen Geduld, ne? Durchhaltevermögen. Gerade wenn es hier um neue Verträge oder so geht, bedenkt bitte, Merkur, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wird im September rückläufig. Aber ihr könnt jetzt schon gut Pläne schmieden. Also ich glaube, das wird hier wirklich eine wichtige Zeit. Und gerade weil ich bei dem Thema Geduld bin, mal hier an dieser Stelle, ich habe es dir versprochen, meine liebe Claudia, ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Ich hoffe, du hast Spaß, wenn du das Video hier anschaust. Und wie gesagt, wir sehen uns bald wieder. Liebe Grüße an meine Claudia. Ja, ihr Süßen. Ich wünsche euch einen zauberhaften September. Ich hoffe, das hat euch hier jetzt ein bisschen geholfen. Also nochmal Kurzfassung, keine Entscheidung ja, ihr wisst schon, übers Knie brechen. Versucht hier durchzuhalten, Geduld zu haben. Macht euch aber auch Gedanken, was ihr für euch eigentlich möchtet. Rechnet damit, dass hier irgendwie ein Geheimnis gelüftet wird. Hier kommt aber Geld
auch sehr gut ins Fließen, also finanziell eine sehr schöne Konstellation und versucht einfach hier in der Liebe auch wieder mehr auf die Herzebene zu gehen, empathischer zu sein eventuell, ne? Was jetzt nicht bedeutet, dass die Wassermanngeborenen nicht empathisch sind, aber diejenigen, die hier in der Situation sind, versucht hier, wie gesagt, ein bisschen mehr Empathie zu entwickeln, gerade für all diejenigen, die sich hier wirklich in einer festen Partnerschaft befinden, weil euer Gegenüber fühlt sich hier teilweise schon ein bisschen, ja, im Stich gelassen, alleine, blockiert, unklare Situation, ne? Ja, gut. Meine Zuckersüßen, ich wünsche euch, wie gesagt, eine zauberhafte Zeit und bleibt mir alle schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.